Wir haben jetzt kurz nach Mitternacht und das Ergebnis soweit steht fest. Wir wollten Reallohnsicherung und eine verbesserte Altersteilzeit. Das haben wir erreicht. Damit haben wir einen riesen Schritt getan. Wenn man bedenkt, wie wir angefangen haben. Die Tarifverhandlungen verliefen sehr zäh. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir so eine bunte Landschaft quer verstreut bundesweit sind. Die Bedürfnisse doch auch sehr unterschiedlich waren. Trotz dieser bunten Landschaft waren wir uns hinterher in der Verhandlungskommission doch einig. Und somit konnten wir das Ergebnis einstimmig beschließen. Ich persönlich bin froh, dass wir hier heute ein akzeptables Ergebnis erreicht haben. Das Ergebnis umfasst die Einmalzahlung, prozentuale Erhöhung. Und was mir auch betrieblich sehr wichtig ist, ist die Altersteilzeit. Eine verbesserte Altersteilzeit, damit die Leute sich überhaupt leisten können, in Altersteilzeit gehen zu können. In der Textilindustrie ist eine Knochenarbeit. Die Leute in vielen Betrieben haben auch hohe Altersdurchschnitte, wo natürlich dann auch wichtig wird, dass eben die Altersteilzeit zum einen zum Tragen kommt. Und was der monetäre Teil angeht, Fleiß muss belohnt werden. Die Azubi-Erhöhungen, die sind natürlich auch wichtig, weil wir brauchen Nachwuchs. Azubis, die werden sogar überproportional profitieren mit den Einmalzahlungen. Das freut uns auf jeden Fall, weil unsere Branche dadurch attraktiver wird. Ist klar, dass jetzt nicht alle jubeln, aber ich glaube, mit Zähigkeit, mit dem Druck aus den Betrieben, haben wir das maximal aus unserer Sicht, so hoffe ich, da wenigstens rausgeholt. Die Arbeitgeber haben auf jeden Fall die guten Aktionen der Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen. Ich denke mal, Sie haben uns auch nicht so eine gute Aktionswelle zugetraut. Und ich bin stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, die sich mit sehr viel Engagement und in großer Anzahl an diesen Aktionen beteiligt haben. Es ist ein Ergebnis dank unserer tollen Aktion. Wir haben die Medien hinzugezogen, Fernsehen, Radio. Und eigentlich ist dieser Abschluss nur dem zu verdanken, dass die Leute eben so mitgemacht haben. Dank euch haben wir heute einen Abschluss. Über 130 Betriebe waren involviert. 14.000 Beschäftigte, das ist für uns tolle Zahlen. Das heißt, ganz, ganz viel Arbeit ist gemacht worden. Und ohne diese starke Arbeit wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, jetzt immer wieder Schritt für Schritt für Schritt die Verbesserung hinzukriegen. Wir werden natürlich diese Tarifrunde analysieren müssen. Wir werden in den verschiedenen Gremien, in den Tarifkommissionen, aber auch in der Zentralen Verhandlungskommission über Strukturen diskutieren, damit wir sehr präzise, sehr klar wissen, was wir können und wo wir noch besser werden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann euch nur dazu bewegen, je mehr wir werden, umso besser wird das Ergebnis. Denen, die sich noch nicht für die IG Metall entschieden haben, die sollten es spätestens jetzt es tun, weil nur gemeinsam sind wir stark. Das hat sich jetzt auch ganz klar unter Beweis gestellt. Dass ein Einzelner wenig erreichen und bewegen kann, aber in der Gemeinschaft sehr viel. Tretet ein.